Guten Abend. Also es ist schon dritte Schuhe in unserer Schabbat-Schuhe im Reihe. Heute werden wir wieder so um die Dinge sprechen, die man normalerweise nicht so viel bespricht, weil sie so rum um Schabbat passieren. Also ganz viele machen von uns machen sie ganz automatisch, ganz normal. Aber manchmal ist auch wichtig zu wissen, wie, was und wie man richtig macht. Also nicht nur die Halachot von bestimmten Melachot, was verboten ist, was erlaubt ist, sondern die Sachen, die wir machen müssen, wie wir sie richtig machen. Und die erste Halacha war heute geplant, ist der Lechem Mishna. Also ist ein Halacha, ein Indien, dass man bei Mahlzeit am Shabbat zwei Brote hat. Ja, und wir haben schon wahrscheinlich alle gehört, dass das machen wir als Erinnerung an doppelte Portion von Mann, die Juden in der Wüste in Midbar bekommen haben. Es gibt ziemlich viele Meinungen in Halacha, dass dieses Gebot ein Gebot Doraisa ist. Also das ist nicht ein rabbinisches Gebot, welches später festgesetzt wurde, sondern das wird aus Posuk gelernt. Ja, eigentlich da gibt es ja nicht viel zu streiten. Der Gemara Talmud bringt ein paar Psukim und aus diesem Vers wird gelernt, dass man zwei Brote bei der Mahlzeit am Shabbat haben sollte. Die Meinung verschieden heißt es halt, ob diese Lehre aus dem Posuk ist wirklich so wie die Oraisa gemeint. Also das eigentlich der Pshat, das eigentlich was Teure meinte. Oder ist es sogenannte Asmacht. Asmacht bedeutet, dass eigentlich ist es ein Gebot von rabbinischer Natur. Die haben aber eine passende Stelle in der Tora gefunden, welche zu diesem Thema passt. Aber die Quelle ist nicht aus der Tora. Aber wie gesagt, ganz viele Meinungen halten, dass diese Halacha ist der Oraisa. Es kommt direkt aus der Tora. Und das bedeutet, dass wir bei den Mahlzeiten, wenn der Schabbat, mindestens zwei Brote haben sollen, wenn wir die Mahlzeit anfangen. Ja? Jetzt, wenn man mehr als dreimal am Schabbat isst, also man isst viermal oder fünfmal, ja, Lechatchila, also das bedeutet, man sollte versuchen, bei alle Mahlzeiten mit zwei Brote anfangen. Ja? Also das hat nicht nur mit minimaler Anzahl von Mahlzeiten am Schabbat zu tun, sondern generell, dass wenn auch immer man am Schabbat und wie viel auch immer man am Schabbat isst, dann sollte man idealerweise zwei Brote haben. Ja? Diese Halacha gilt auch für Frauen. Ja, insbesondere nach der Meinung, die sagt, dass es der Oraisa, das kommt direkt aus der Tora. Aber selbst wenn das ein rabbinisches Gebot ist, sind alle einverstanden, das gilt auch für Frauen. Also Frauen, eine Frau, die allein ist, ein Mädchen, welches alleine ist oder was auch immer, die sind genauso verpflichtet, mit zwei Brote anzufangen, wie auch Männer. Jetzt, es gibt auch eine interessante Meinung, also ganz viele Meinungen eigentlich sagen das, dass selbst wenn man kein Brot isst, also das ist ganz normal beim Kiddush in Synagoge oder Kiddush Shabbos morgen, ja, wenn man mit der Mahlzeit ein bisschen später anfangen möchte, dann isst man Misoines. Ja, ein paar Cracker, ein paar Küchenstücke. Ja, und dann sagen diese Meinungen, dass man auch, unter anderem Kitzur Shulchan Aruch und Oruch Hashulchan und andere ganz wichtige Poskim, die sagen, dass man auch von Cracker zum Beispiel, am besten, wenn man Brocher Misoines darauf sagt, dann sollte man am besten zwei Cracker gleichzeitig nehmen. Also auch als diese Erinnerung an doppelte Portion von Mann. Also laut dieser Meinung gilt diese Halacha nicht nur für Brot, sondern auch für Misanot. Ja, wenn man eine Cracker isst, dann nimmt man am besten zwei. Ja? Die mindestens Größe von jedem Brot sollte idealerweise auch ein Kisal sein, wobei bei Cracker ist es nicht immer der Fall. Aber wie gesagt, Cracker sind nicht alle damit einverstanden und es gibt einfach keine große Cracker. Aber wenn man für sich für Shabbat Challis vorbereitet, zum Beispiel wenn man alleine isst und braucht kein großer Challis, die man nicht bis Ende essen könnte, dann
dann backt man für sich oder kauft man sich für sich ein paar Schritten oder kleine Halle, dann müssen sie mindestens T-Size größer sein, was eigentlich ganz einfach zu haben, weil T-Size größer ist, es ist ganz, gar nicht so viel, es ist ein kleines Korkchen von Streichholz ungefähr. Also wahrscheinlich jeder Halle, jede kleine Schrippe ist sowieso schon ein paar T-Size im Minimum. Okay? Jetzt manchmal, wenn man zu Hause Halos selbst backt, ja, und das ist eigentlich sehr wichtig, also wenn es natürlich möglich ist, es ist wichtig, Halos versuchen, mindestens Halos selbst zu backen. Interessanterweise, der Chofetz Chaim ganz am Anfang, in Mishnah Berurah, in Hilchos Shabbos, am Anfang von Hilchos Shabbos, er schreibt, interessant, er schreibt, dass er hat gehört, dass es manche Frauen gibt, die Halos nicht backen, sondern kaufen, ja. Hat das gehört, hat das selber nie gesehen. Also, aber anscheinend damals in seiner Zeit, in da wo er gelebt hat, war es überhaupt nicht verbreitet, dieser Brauch, dass man Halos einfach kauft, sondern jede Frau hat dasselbe gebacken. Ja? Und Chofetz Chaim sagt, aus zwei Gründen sollte man das versuchen. Erstens, das ist Kovet Shabbos. Man zeigt damit Kovet Shabbos, dass man etwas Besonderes selbst macht. Und zweitens sagt, dass eine Frau kann dabei eine Mitzvah Hafroshes Haaref erfüllen, was auch ein ganz besonderer Mitzvah ist und besonders, wenn das im Zusammenhang mit Shabbos gemacht wird, das ist gut. Ja? Also, wie gesagt, er sagt das und er wundert sich überhaupt, warum manche Frauen, er hat gehört, dass manche Frauen es nicht machen, sondern kaufen, aber je nachdem, welche Möglichkeiten, welche Umstände man bzw. Frau hat. Es ist nicht immer möglich zeitlich, es ist nicht immer möglich, je nachdem, wo man wohnt und was man hat. Und nicht alle können backen eigentlich. Und manchmal ist es einfach, eine Challe zu haben, eine Challe zu kaufen. Ja? Und ehrlich gesagt muss das gar kein Challe sein. Da passen jede zwei Brote. Ja, das kann auch, was weiß ich, Roggenmehlbrot sein oder Schrippe oder was auch immer. Challes, also das ist ein jüdischer Brauch, Challes zu haben, weil die schon aussehen. Es gibt gar keine halachische Bedeutung zu dieser Form. Es gibt verschiedene Brauche, dass man am Rosh schon eine runde Challe hat und weiß ich, am Shavuos milchige Challe hat, wenn man eine milchige Mahlzeit hat oder was auch immer. Je nach dem Ort, nach dem Brauch. Halachische Bedeutung haben alle diese Brüche nicht. Also das kann beliebig aussehen, kann rund, quadratisch oder dreieckig sein. Das ist absolut egal. Ja? Also idealerweise sollte man versuchen, selbst zu backen. Jetzt, es passiert manchmal, wenn man Halles backt, zu Hause backt, dann kommen zwei Halles ganz nah zusammen und dann werden sozusagen verklebt. Ja? Die kleben aneinander. Und wenn man die aus dem Ofen ausnimmt, die sehen dann praktisch wie eine große Halle. Ja? Solange man unterscheiden kann und sehen kann, dass es eigentlich zwei Halle sind, gelten sie als zwei Halle. Nach manchen Meinungen muss man die sogar überhaupt nicht trennen. Die sind schon zwei und man sieht das, obwohl die ganz stark zusammengeklebt sind. Es ist jedoch empfohlen, da nicht alle damit angeschaut sind und deswegen empfohlen, sie zu trennen. Man kann sie auch am Schabbat trennen, das ist gar kein Problem. Man kann Essen schneiden und trennen und zerbrechen, was auch immer. Also man sollte die idealerweise trennen, ja? Und selbst wenn die nicht mehr so schön aussehen, da wo die geklebt wurden, sieht es nicht besonders schön aus, aber die gelten immer noch als vollkommene Challes, die man vor Lechem Mischne für dieses Gebot benutzen kann. Wenn Challe ein bisschen angebrannt ist, kann man die auch benutzen, solange eine Challe essbar ist. Selbst wenn ein Teil von einer Challe ganz stark abgebrannt ist, dass man dieses Stück nicht mehr genießen, nicht mehr essen kann, dürfte man so eine Challe immer noch benutzen, solange ein Teil davon immer noch essbar ist. Jedoch, wenn man Auswahl hat, eine andere Challe zu haben, ist natürlich besser eine andere zu nehmen. Halacha sagt uns, dass für Lechem Mischne braucht man zwei vollkommene Brote. Was auch immer man benutzt, Schrippe, Challe, kleine Challe, große Challe, was auch immer, die müssen vollkommen sein. Das bedeutet, die müssen nicht abgebissen sein, nicht geschnitten sein, die müssen vollkommen sein.
Deswegen, wenn ein bisschen davon ist abgebrochen, sollte man für diese Mitzwa von Lecha Mishne nicht benutzen. Ja, deswegen braucht man minimale Anzahl von Chalas für Shabbat sind 4. Ja? Man nimmt 2 Freitagabends, man schneidet nur eine, benutzt nur eine, ja, dann hat man 3, Shabbat am Morgen noch 2, man isst eine und dann hat man immer noch 2 für die dritte Mahlzeit. Also es gibt verschiedene Bräuche, wie man Chalas schneidet. Manche haben einen Brauch, dass man gleich 2 schneidet. Also wenn man 2 hat, dann schneidet man auch 2. Dann braucht man natürlich mindestens 6 Chalas, ja, für Shabbat. Aber wenn man einen Brauch hat, nur eine zu schneiden, dann die minimale Anzahl von Chalas ist 4. Und alle 4 müssen idealerweise vollkommen nicht abgebrochen, nicht abgebissen, nicht gebrochen sein. Das ist eine wichtige Halacha. Deswegen, die Brotstücke, die gelten nicht als Lecha Mishne. Man kann einfach nicht 2 Stücke von geschnittenem Brot nehmen und damit die Mitzvah von Lecha Mishne erfüllen. Jetzt, ganz populäre Frage, also man fragt das ganz oft, insbesondere wenn man einen Brauch hat, dass man nur eine Challe schneidet, ja, kann man eine gefrorene Challe als zweite benutzen? Also, die Halacha sagt, dass ich 2 bei der Bracha Chamotze haben muss, ja, ich esse aber immer nur eine davon, kann die zweite noch gefroren sein, ja, ganz viele Poskim diskutieren darüber und fast alle kommen zu einem Zusammenschluss, zu einem Psag, dass es erlaubt ist, ja, weil endlich mal ist auch gefrorene Halle genießbar, man muss noch ein bisschen abwarten, bis sie abtaucht, ja, es ist immer noch Brot, es ist immer noch genießbar, man muss die Halle allerdings aus Plastik bzw. aus Papiertüte rausnehmen und 2 Halle zusammen haben, dann schneidet man die entfrorene Halle und die gefrorene kann man zurücklegen für nächste Mahlzeit oder einfach in der Freezer. Also wenn man sowas macht, dann hat man nur 3 Halles. Ja, dann mindestens minimale Anzahl von Halles nur 3. Man hat bei jeder Mahlzeit 2 und von dritter Mahlzeit benutzt man eine gefrorene und legt sie zurück in der Freezer. Das geht auch. Ja? Man kann auch für Lecha Mishne als zweite Halle ein Brot benutzen, welches man aus allen verschiedenen Gründen nicht isst, beziehungsweise nicht essen möchte. Zum Beispiel, wenn Pesach, keine Ahnung, man isst nur Matze Schmure, ja, oder nur Handmatze, und man hat nur eine davon. Man kann immer noch als zweite ganz normale Matze essen, man muss die gar nicht essen, man muss nur 2 Brote bei Bracha haben, und solange man 2 Brote hat, obwohl man ja das zweite Brot nicht genießen würde, weil man aus allen verschiedenen Gründen das nicht macht. Es gilt immer noch als 2 Challes, als 2 Brote, in diesem Fall Matzot oder was auch immer. Und das ist auch in Ordnung. Okay. Wie gesagt, es gibt verschiedene Bräuche, wie man das Brot schneidet. Manche schneiden beide, manche schneiden nur einen davon. Der ganz verbreitete Brauch eigentlich wird schon in Morgen Avraham und all andere frühere Achronim gebracht, dass am Freitagabend schneidet man die untere Halle, ja, und am Schabbestag die obere Halle, ja. Und da gibt es eine ganz interessante Frage: Wie kann man am Freitagabend, also man hat 2 Halles, also es gibt auch ein Minhag. Fast alle machen das, also es steht auch in Halacha, manche sagen, dass es heutzutage nicht mehr relevant ist, aber es wird trotzdem fast überall gemacht, dass man mit dem Messer vor der Bracha ein bisschen anschneidet, ein bisschen markiert, wo nach der Bracha geschnitten wird. Also Freitagabend, da man die untere Halle zerschneiden sollte, markiert man auch die untere. Ja? Dann legt man darauf eine andere Halle und sagt darauf Brocha Chamoitzi. Ja? Und jetzt muss man die obere Halle weglegen und die untere schneiden. Ja? Dann fragen ganz viele Poskim und sagen, wie kann man sowas machen? Wir haben einen Klall, wir haben allgemeines Regel, einmal virem ala Mitzvos. Das bedeutet, wenn ich 2 Mitzvos oder mehrere Mitzvos zum Auswahl habe, die ich alle tun kann bzw. erfüllen möchte, dann darf ich jetzt eine Mitzvah nicht weglegen,
und an der erstmal zu einer anderen nehmen. Ja, ein Beispiel davon wäre, wenn man am Morgen, ja, wenn die Männer am Morgen bei Schachert laufen, dann haben sie normalerweise Talis und Tfilin an. Ja? Ja, und Lechatchila sollte man erstmal Talis anziehen und dann Tfilin. Warum erstmal Talis und nur dann Tfilin? Weil wir haben eine andere Regel, eine andere Klal. Tadir Vena Tadir, Tadir Koidun. Das bedeutet, die Mitzwe, die oft gemacht wird, wird als erste Mitzwe erfüllt. Und da Talis man auch am Yom Tov und Shabbat anzieht, und am Yom Tov und Shabbat bekannterweise legt man kein Tfilin, also Mitzwe von Talit wird oft gemacht. Deswegen, wenn man auch am Montag zur Synagoge kommt, sollte man idealerweise erstmal Talis anziehen und dann Tfilin anlegen. Wenn man aber aus Versehen, ja, aus seiner Tüte mit Talis und Tfilin erstmal Tfilin rausgeholt hat, steht in Halacha, dass man darf jetzt Tfilin nicht weglegen. Man wollte zwei Mitzwas erfüllen, jetzt hat man eine Mitzwa in Hand, man darf diese Mitzwa nicht mehr weglegen. Ja? Weil es gibt diese Halacha, die wird aus bestimmten Fällen in Bet HaMikdash, in der Avoide, wie Kohanim Avoide gemacht haben, gelernt. Ja, es gibt diese Halacha, ein Mal wieder mal eine Mitzwa. Ja, und fragen diese Poskim auf diesen Fall mit Halle. Wie kann man überhaupt, darf man überhaupt jetzt diese Halle, ganz normale Halle, weglegen und jetzt weiternehmen? Ja, einmal wieder mal ein Mitzvah. Es gibt zwei Antworten darauf. Manche sagen, dass das Problem fängt hier gar nicht an, weil einmal wieder mal ein Mitzvah, wenn man zwei Mitzvahs hat und man zwei erfüllen möchte, ja, dann darf man eine nicht weglegen und erstmal mit zweiter anfangen und dann zurück zu der ersten kommen. Hier schneiden meisten, also der ganz verbreitete Brauch ist, dass die meisten nur eine Halle schneiden. Ja? Jetzt schneidet man nur eine Halle. Und zwar die Halle, die unten liegt. Und das hatte man auch vor und das, was man schneiden möchte. Ja? Die obere Halle ist nur dafür da, um die Mitzvah von Lechemischen zu erfüllen, um zwei Halle zu haben. Deswegen, es gibt gar kein Problem, sie wegzulegen, weil sie gehört gar nicht zu Mitzvah. Das ist ein Terutz, eine Antwort. Ja? Ja? Allerdings, es funktioniert nicht immer, da wie gesagt, manche haben braucht zwei zu schneiden. Ja? Aber der Tat selbst, der diese Kasche gefragt hat, empfiehlt, dass man die untere Halle ein bisschen näher an sich hat. Man sagt Broche auf zwei. Und dann, wenn man Broche schon mit Broche zu Ende kommt, dann nimmt man einfach schneller die untere Halle und legt die darauf. Also man sollte das so planen und so machen, dass man nicht zu dem Fall kommt, wenn man ganz klar die obere Halle weglegt. Man nimmt einfach unter von der oben. Ja? Die kommt als, sozusagen als erstes in Hand. Ja? Und dann gibt es dieses Problem nicht. Okay? Das ist ganz, ganz interessanter Fall mit diesem Einmal wieder mal alle Mitzvahs. Jetzt, bezüglich Schalisch Theudes. Ja, wir haben gesagt, dass Lechatchila sollte man bei allen Mahlzeiten zwei Chalos haben, zwei Brote haben. Selbst wenn man mehr als zwei, drei, vier isst, sollte man jedes Mal eine Mitzvah von Lechemischen erfüllen, indem man zwei Chalos hat. Das alles Lechatchila, das ist so idealerweise. Wenn man aber keine andere Möglichkeit hat, darf man bei Schalischudel, bei dritter Mahlzeit, nur ein Brot haben. Solange dieses Brot auch vollkommen ist, also nicht angebissen, nicht angebracht. Also wenn man das irgendwie falsch geplant hat und man hat nur drei Halles und jetzt realisiert man am dritten Mahlzeit, dass man nur eine hat, das ist gar kein Grund, dritte Mahlzeit nicht zu essen. Ganz Gegenteil, man muss dritte Mahlzeit unbedingt essen und mit einer Halle einfach anfangen. Ja? Also idealerweise sollte man planen, dass man zwei hat. Wenn es nicht möglich ist, ist auch eine okay. Jetzt, wenn wir schon über die dritte Mahlzeit reden, sagen wir auch ein bisschen ein paar Halachot, die mit der dritten Mahlzeit zu tun hat. Es ist interessant, nicht ob, sagt Shulchan Aruch, dass man ganz vorsichtig sein sollte. Es gibt ein paar Fälle, wo er das sagt. In Hilchos Shabbos, also bezüglich dritter Mahlzeit, sagt Shulchan Aruch ganz interessante, benutzt ganz interessanten Ausdruck, Isoer me'ot lekaim seudas shlishis b'Shabbos. Man sollte ganz vorsichtig sein, die dritte Mahlzeit, die Mitzvah von dritter Mahlzeit zu erfüllen.
Ja, Anzahl von Mahlzeiten, dass man an Shabbat drei Mahlzeiten hatten muss, wird auch aus Posuk in Tora gelernt. Und da besteht wiederum eine Meinungsverschiedenheit, ob dieses Limud, diese Lehre aus dem Posuk bedeutet, dass diese mit zwei, drei Mahlzeiten zu haben, ist Doreisa. Manche sagen, das ist nicht Doreisa, nur einfach als Macht bei allem, das ist nur eine Erinnerung, aber keine direkte Quelle. Ich will mal auch sagen, wir machen das sowieso. Und wie gesagt, Shulchan Aruch sagt, man sollte ganz vorsichtig damit umgehen, insbesondere im Winter, wenn der Tag ganz kurz ist und man hat gar nicht so viel Zeit zwischen der zweiten Mahlzeit, wenn man ganz ordentlich isst, ja, Fisch und Cholent und Brot und so weiter und so fort, dann hat man nicht immer Hunger, nicht immer Platz für die dritte Mahlzeit. Ja? Und da sagt Shulchan Aruch und an der Poskim, Chochom Einu Beräusche. Ja, ein kluger Mann musste ein bisschen Sachen im Überblick haben, ein bisschen planen, wie man alles macht. Und das heißt, wenn man weiß, dass man dann keinen Platz haben wird, dann sollte man auch nicht zu viel essen bei der zweiten Mahlzeit. Beziehungsweise zweite Mahlzeit ein bisschen früher anfangen, damit man schon ein bisschen Hunger bei der dritten Mahlzeit hat. Aber wie dem auch sein, dass man macht so oder so, es ist ganz wichtig, die dritte Mahlzeit zu haben. Ja? Im Sommer ist es einfacher, weil der Tag ganz lang ist und man hat immer noch Hunger. Ja? So gegen 7, 6 Uhr. Ja? Und idealerweise sollte man bei dritter Mahlzeit auch zwei Brote haben. Also man sollte für die dritte Mahlzeit Hände waschen. Steht auch in Shulchan Aruch. Idealerweise zwei Brote, Hände waschen, so wie bei zwei anderen Juden, mit einer einzigen Ausnahme, dass man dabei kein Kiddush macht. Obwohl es auch solche Meinungen gibt, die sagen, dass man für dritte Mahlzeit auch Kiddush machen sollte auf Wein bzw. auf irgendwelche anderen Getränke. Ganz verbreitete Praxis ist das jedoch nicht. Also ich habe nicht viele Leute gesehen, die das machen. Ja, aber sonst ist die dritte Mahlzeit genauso wichtig wie zwei andere Mahlzeiten und sogar wichtiger. Ja, weil nur da sagt Shulchan Aruch, man sollte ganz vorsichtig sein. Ja, und die Kommentatoren erklären, warum ist es da wichtiger als sonst. Weil, wie gesagt, manchmal ist es nicht so einfach, diese 13 Mahlzeit zu essen, besonders im Winter. Und wenn man sie trotzdem isst, dann zeigt man, dass alle Mahlzeiten, die man am Schabbat hat, sind nicht einfach nur weil wir Hunger haben, weil wir essen möchten, sondern auch, weil wir damit eine Mitzvah erfüllen. Ja? Sonst ist es nicht so ganz klar erkennbar. Sonst kann man sagen, wir essen, weil wir auch am jeden Tag essen. Ja? Und früher in der Zeit von Talmud war der übliche Brauch, dass man am Tag nur zwei Mahlzeiten gegessen hat, also morgens und abends. Und das hat man jetzt gemacht, Freitagabend und Samstagmorgen hat man gegessen. Ja, wo kommt noch diese dritte Mahlzeit dazwischen? Dann haben die unsere Weisen haben alle gesagt, man muss die unbedingt essen, zu zeigen, dass Schabbat ist etwas Besonderes. Deswegen wird diese Mahlzeit nicht nur Seudah Shlishit genannt, die dritte Mahlzeit. Ganz oft wird sie als Shalosh Seudot beschrieben. Shalosh Seudot bedeutet eigentlich drei Mahlzeiten. Und wir reden jetzt nicht über drei Mahlzeiten, wir reden über die dritte Mahlzeit. Also die Antwort ist, wenn man die dritte Mahlzeit richtig plant und richtig isst mit dem Brot, mit schönen Lebensmitteln, mit etwas, was ganz gut schmeckt. Das bedeutet, dass man alle drei Mahlzeiten ernst nimmt, ja, und sogar die dritte. Und deswegen hat diese Seudah, diese Chashivus, diese Bedeutung von alle drei zusammen. Ideal, also man sollte dann nicht auch Cholent essen, was auch immer man mag, weil es gibt kein Fleisch dabei zu essen. Es ist jedoch wichtig und empfohlen, Fisch zu haben, insbesondere bei dritter Mahlzeit, also ist es allgemein die Regel, dass man am Schabbat versuchen sollte, Fisch zu essen, wenn man das gerne hat. Aber im dritten Mahlzeit gibt es auch gewisse kabbalistische Gründe, warum man besonders in dieser Zeit am Ende von Schabbat Fisch isst. Okay, diese Mitzvah von dritter Mahlzeit, also von allen drei Mahlzeiten, gilt auch für Frauen genauso wie für Männer, also ohne Ausnahmen. Lechatchila, also idealerweise sollte man die dritte Mahlzeit nach Mincha essen, das bedeutet, dass man sollte erstmal Mincha gedauert haben, zur Schule gehen und erst dann mit der Mahlzeit anfangen. Wenn es möglich ist, natürlich. Je nachdem, um wie viel Uhr gebeten wird, ob es überhaupt ein Minion für Mincha gibt und so weiter und so fort. Für Frauen, die keine Mincha dauern, gilt das natürlich nicht, aber für Männer
Es ist idealerweise so. Allerdings, wenn es nicht möglich ist, es ist nicht so schlimm. Ja, heutzutage, wenn wir alle Uhr haben, besteht keine große Gefahr, dass man während Mahlzeit ein Gebet verpasst. Okay. Ich habe eine Frage. Ja. Was soll man machen, wenn, also ich weiß, wenn ich dritte Mahlzeit esse, wird es mir schlecht am Abend. Ja. Ich habe einfach gesundheitliche Probleme, ich kann nicht viel essen. Was soll ich dann machen? Also das muss gar nicht so viel sein. Das kann, also ein kisayes Brot, das bedeutet ein kleines Stück Brot mit ein bisschen Butter darauf oder was auch immer man gerne hat. Das muss ja gar nicht so viel sein. Also man, wenn es natürlich sehr schwierig ist und medizinisch abzuraten ist, kann man dann nichts mehr machen. Also dann isst man das nicht. Aber ein kleines Stück Brot mit ein bisschen Hummus drin oder Früchte, ich glaube, dass man könnte das irgendwie gut planen. Also besonders jetzt im Sommer, wenn der Tag so lang ist, also wenn man die zweite Mahlzeit so gegen 1, 2 Uhr zum Ende isst, dann hat man bis 10 bzw. 11 Uhr, wenn man von Mozart noch gute 7, 8 Stunden, dann hat man schon Hunger. Also im Winter ist es ein bisschen schwieriger, aber dann komme ich jetzt zur nächsten Frage. Ist es wichtig, wie wichtig ist es, mit anderen Worten gesagt, Brot zu haben? Ja? Wie gesagt, idealerweise sollte man Brot haben bei dritter Mahlzeit. Idealerweise sogar zwei, wie bei allen anderen. Wenn es aber nicht möglich ist, aus medizinischen Gründen, aus technischen oder praktischen Gründen, dürfte man auch in diesem Fall Mesanot essen, also Crackers oder was auch immer, ein Kuchen. Wenn auch das nicht gehen sollte, also wie in Ihrem Fall, es ist Winter, es ist noch ein paar Stunden nach der Mahlzeit und man kann nicht mehr. Es, in so einem Fall, in so sogenannten Shasat Chak, in einer schwierigen Situation, dürfte man einfach Früchte essen. Ja? Aber wie gesagt, man muss immer verstehen, dass, was man idealerweise machen sollte und was unter verschiedenen Umständen ein Kompromiss wäre. Ja? Man könnte dann schon zulassen, Früchte zu essen, aber es ist keine Lösung für die Leute, die bessere Lösungen haben, sozusagen. Es gibt auch verschiedene Bräuche, ob man für die dritte Mahlzeit bei Chamotze Chalot bedeckt oder nicht. Es gibt auch Meinungsverschiedenheiten, ob man Lechem Mishne bedecken soll oder nicht. Ich glaube, jetzt überwiegend wird das doch gemacht, weil auf ganz einfache Gründe, weil die Leute das einfach automatisch machen. Obwohl in Halacha ist es gar nicht so klar und sehr umstritten, ob man das überhaupt machen soll. Aber es gibt Gründe für beide Minhagim. Okay. Jetzt, unser nächstes Thema wird jetzt, wenn wir ein bisschen über Havdolah reden. Okay. Ja. Wir reden jetzt ein bisschen über Havdolah. Ja, ich habe schon erwähnt ich glaube, letzte Woche war das, dass Mitzvah Havdolah nach Meinung von dem Rambam und ganz viele andere Schönen hat mit Kiddush zu tun. Die beiden sind der Oraisa, ja, wenn von einem selben Posuk gelernt. Shomer es Yom HaShabbos Likatschoi, dass man sich an den Shabbat erinnern sollte und Likatschoi den Tag heiligen sollte, indem man das von Anfang und nach dem Ende von Shabbat als heiligen Tag erklärt. Und Chazal haben dann, unsere Weisen haben dann auch einen besonderen Nusach, einen besonderen Text dazu zusammengefasst und haben gesagt, dass man das auf Wein machen sollte. Ja? Das hatten wir letztes Mal über Kiddush gesagt. Das gilt auch für Havdalah. Havdalah nach vielen Meinungen, Havdalah am Motze Shabbat, am Ende von Shabbat, ist Mitzvah d'Oraisa. Ja? Nach allen Meinungen ist Havdalah nach Yom Tov nur ein rabbinisches Gebot. Aber nach Shabbat, ganz nach vielen Meinungen, ist es d'Oraisa. Ja, und eigentlich genauso wie wir letztes Mal gesagt haben, die Mitzvah Kiddush könnte man auf dem Torah-Niveau, auf dem Oraisa-Level, ganz einfach erfüllen, indem man Shabbos-Gebet, Freitagabend Shabbos-Gebet gebeten hat und hat diese Heiligkeit, die Kiddush Sayom, die Heiligkeit von dem Tag erwähnt
Und damit ist man schon Jöse, man hat diese Mitzwa auf der Oraisa-Level erfüllt. Jedoch musste man das dann nochmal auf Wein machen, aber das nur der Banan. Genauso ist es bei Havdalah. Man kann Havdalah beliebig auf der Oraisa-Level beliebig erfüllen, indem man sagt, es ist kein Schabbat mehr, oder Hamavdil ben Kodesh Lichol, oder indem man Marif am Motze Shabbos betet, und in Marif am Motze Shabbos gibt es ein Absatz, ein Paragraph, die wir sagen, Atochon Antanu, Lot und das und so weiter und so fort. Und dann sagen wir auch, es gibt heilige Tage, es gibt ganz einfache Tage und jetzt ist Shabbat zu Ende. Ja? Und damit ist man Jöitze, man hat schon abgetrennt und gesagt, der heilige Tag ist vorbei. Man hat Mitzvah Havdalah erfüllt. Ja? Die Chazal haben gesagt, aber also die Unterweisen haben diesen Nussach, diesen Text und diese Verfahren zusammengefasst und festgestellt, wie man das richtig macht. Ja, Havdalah macht man auf Koss, auf Wein. Jetzt, wie auch ganz viele andere Mitzvot. Kiddush, ja, beim Beschneiden haben wir einen Koss, bei einer Hochzeit und so weiter, und beim Benchen, beim Merkat Amazon. Und da ist Havdalah auch nicht anders. Was wir jetzt bei Havdalah haben, was wir bei anderen Mitzvot nicht haben, es ist Besamim und eine Kerze. Ja? Ner und Besamim. Ja? Man muss jetzt verstehen, die haben mit Havdalah und mittelbar nichts zu tun. Der Mitzvah von Havdalah ist einfach Havdalah zu machen. Und genauso wie man am Yom Tov Havdalah macht, dann am Motzi Yom Tov hat man weder Kerze noch Besamim einfach. Bore Preagofen am Avdil Men Kodesh Lichol. Und diese Mitzvah Havdalah ist auch als solche am Shabbat gültig. Wir haben aber zwei unabhängige Halachot von Kerze und von Besomim. Besomim sind dafür da, ja, so wie Talmud uns sagt, dass wenn diese Neshome Isere, diese extra, wie sagt man, die extra Seele, die Gefühl von Heiligkeit, die man welches man am Shabbat bekommt, diese Spiritualität, die man am Shabbat genießen kann, es geht weg, muss man die restlichen Teile von seiner Seele beruhigen, indem man schon Geruch riecht. Ja, das ist die Mitzvah von Besonnen. Und darauf sagt man Bracha, genauso wie man Bracha auch jeden Tag auf Besonnen sagen würde. Das ist per se kein Teil von Havdalah. Ja, das haben Chazal, haben unsere Weisen gesagt, es ist besser, während Havdalah zu machen, weil das mit Motze Shabbos zu tun hat. Das hat aber mit Mitzvah Havdalah nichts zu tun. Genauso ist die Kerze. Man muss auf Kerze eine Bracha sagen und das Licht von Kerze genießen. Als Erinnerung, dass Adam Arishon, der erste Mann, hat erstmal Feuer, Licht am Motze Shabbos genossen. Er hat das verstanden, wie man das benutzen kann und so weiter. Ja? Als Erinnerung daran machen wir auch eine Kerze bei Havdalah. Aber die beide haben mit Mitzvah Havdalah nichts zu tun. Ja? Was der Unterschied? Wir machen das immer noch zusammen. Ja? Die Weisen haben so festgestellt, dass man die zusammen macht. Die praktische Unterschied, also wie man sagt, Nafkamina, was wird der praktische Unterschied sein? Wenn man keine Herze hat, aus irgendeinem Grund hat man keine Kerze, beziehungsweise hat keine Besommel. Man kann immer noch Havdalah machen und wenn man dann Kerze bzw. Besomim kriegt, sagt man Bracha auf Kerze bzw. auf Besomim. Allerdings, die beiden Brachot, Kerze und Besomim, werden nur am Motze Shabbos Nacht gemacht. Wenn man die später bekommt, also am Morgen, sagt man keine Bracha mehr, nicht auf Kerze, weder auf Kerze noch auf Besomim. Ja, das gilt nur für Shabbos Nacht. Havdalah selbst kann man bis Dienstagabend machen. Also drei Tage nach Shabbat kann man immer noch Havdalah machen, wenn man aus verschiedenen Gründen die nicht gemacht hat. Also man hatte keinen Wein, man war Chas v'Sholom krank und so weiter und so fort, kann man die Havdalah bis Dienstagabend machen. Jedoch, wenn man die Havdalah nicht am Shabbat Nacht macht, dann macht man nur Brocha, Borei Pri Agofen und Brocha Amavdil Ben Kodesh Lichol. Weder Kerze noch Besomim. Und auch die Paragraphen von Hinei, Keli, Shossi werden nicht gesagt. Die werden nur am Motze Shabbos gesagt. Ja? Es ist auch wichtig für Kinder. Also wie bei allen anderen Mitzvahs, es gibt Mitzvah Chinuch, es gibt Mitzvah, Kinder Mitzvot beizubringen. Und das ist die Verpflichtung von Eltern, Kinder Mitzvot beizubringen. Von einem gewissen Alter, 6, 7, 8 Jahren, je nach dem Kind.
haben die auch diese Pflicht, alle Mitzvot zu erfüllen. Also Kiddush erfüllen sie, indem sie bei einem Tisch sitzen und Kiddush hören. Ja, wir auch alle anderen. Es ist ganz offen der Fall, besonders jetzt im Sommer, wenn Schabbos ganz, ganz spät zu Ende ist und bis Papa auf die Synagoge zurückkommt, das ist schon kurz vor 12 manchmal, aber ganz oft nach 11, dann schlafen schon die Kinder. Also dann sollen die Kinder, die 8, 7 Jahre alt sind, Sonntagmorgen idealerweise auch eine Chabdallah machen. Ja? Und dann muss die Mutter bzw. der Vater Kinder beibringen, wie man Chabdallah macht. Aber die sagen nicht Chinei Kelishossi, das gilt nur für Motze Schabbos Nacht. Die nutzen weder Kerze noch Besonne. Ja? Da gibt es keine Meinungsverschiedenheiten darüber. Da sind alle einverstanden. Das ist so. Ja? Auch wenn eine Ehefrau oder einfach ein Mann, was auch immer, die haben eingeschlafen, haben die Habdallah verpasst, dann machen die Habdallah am Sonntagmorgen nur mit Borei Pri HaGofen und am Avdil Ben Kodesh Lichol. Jetzt, was wollte ich noch darüber sagen? Jetzt ganz interessante Frage, was ist mit Frauen? Ja? Ehefrauen haben das einfach, dann kommt der Mann aus der Synagoge zurück und macht Chavdallah eine Frau. Ja? Wenn eine Frau aus allen möglichen Gründen diese Möglichkeit nicht hat, ob und wie macht sie selber eine Chavdallah? Und das ist eine ganz interessante Frage, weil es gibt zwei Teile zu der Frage. Es gibt Rishonim, die sagen, dass die Mitzwa von Havdalah gilt für Frauen allgemein nicht. Ja? Nicht für die Jude, das ist eine Mitzwa, Sesha Asman Grama, und obwohl alle anderen Mitzvot von Shabbat haben mit Frau genauso mit Männern zu tun, so wie positive als auch negative. Die halten, diese Rishonim halten, dass Havdalah ist schon nach Shabbat, das hat mit Shabbat nicht unmittelbar direkt zu tun. Also diese Mitzwa gilt für Frauen allgemein nicht. Ja? Natürlich, wenn man versteht, dass Havdalah Doraisa ist, und besonders nach der Meinung von dem Rambam, der sagt, dass Kiddush und Havdalah, das sind gleich, das eigentlich ein und andere, zwei Mitzwa, die von einem Posse kommen, aber die in Natur sind eine selbe Mitzwa, Shomeres Yom HaShabbos Likatschoi. Nach dieser Meinung gibt es überhaupt keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Genauso wie Kiddush für Frauen gilt auch Havdalah. Ja, selbst nach diesen Meinungen, die es halten, die sagen, dass für Frauen gibt es kein Chiyuf, keine Pflicht. Ja? Wir wissen, dass insbesondere aschkenasische Frauen gehen nach dem Brauch, selbst da, wo sie nicht verpflichtet sind, können sie die Mitzvah trotzdem erfüllen. Und das machen aschkenasische Frauen bei Schäufer, bei Sukkah, bei Arba Minim und bei allen Mitzvot, die mit Zeit zu tun haben, positive Gebote, die mit Zeit verbunden sind, mit Schadman Gramma und Aschkenazische Frauen dürfen eigentlich sogar Brocha darauf sagen und das machen sie auch. Ja? Deswegen, obwohl es eine Meinungsverschiedenheit gibt, ob diese überhaupt verpflichtet sind und idealerweise sollten sie das von einem Mann gehört haben, wenn das nicht möglich ist, können sie das ganz ruhig selbst tun. Jetzt gibt aber auch eine andere Problematik. Was ist mit Mitzwa von mit der Broche auf die Ketze? Ja? Da die Broche auf die Ketze nicht unmittelbar Teil von Havdalah ist, sagen manche, ja, und das ist einfach ein, so genau wie alle anderen Brachot, ja, und bei Frauen ist überhaupt nicht klar, ob sie diese Mitzwa von Havdalah überhaupt haben. Und selbst wenn sie sich selbst sozusagen verpflichten als ein Brauch, sollten sie nach ganz vielen Meinungen keine Broche auf Ketze überhaupt sagen. Nach anderen Meinungen sollten sie Broche auf Ketze nach dem sagen, als sie den Havdalah gemacht haben und von Wein getrunken haben. Ja, dann sollen sie auf die Ketze Broche sagen, damit diese Broche kein Hefze, keine Unterbrechung zwischen Broche auf Wein und Wein trinken macht. Ja, und so steht auch in Mishneh Berurah ganz viele Poskim, so sollten sie das machen. Allerdings sagen ganz viele Achronim und heutzutage, Rafael Dalnorbach, Rafael Yash und ganz viele andere, dass die Frauen dürfen ruhig eine Havdalah machen, genauso wie Männer das machen, damit sie das nicht, und das, diese Meinung ist einfach, indem man das ganz einfach merken kann. Die machen das ganz normal, wie auch Männer. Idealerweise sollten sie es von einem Mann gehört haben. Wenn der Mann aber die Havdalah selbst schon gemacht hat, sollte er für die Frauen nicht machen. Die sollten das am liebsten selbst gemacht haben.
Ja, und wenn die das schon machen, dürfen die das, ganz viele meinten, ruhig, ganz normal, genauso wie Männer das machen, machen. Also mit alle Brachot und auch Wein trinken. Es gibt ein verbreitetes Missverständnis, dass die Frauen von dem Wein von Abu Dhabi nicht trinken sollen. Es gibt eine Meinung, aber das gilt nur, wenn ein Mann Havdalah macht, dann sollten die Frauen von dem Wein nicht trinken. Es gibt kabbalistische Erklärungen, es gibt halachische Erklärungen, alle möglichen Erklärungen. Das gilt aber nicht für den Fall, wenn die Frau Havdalah selbst macht. Und selbst wenn Männer die Havdalah machen, haben auch nicht alle die Frau, davon nicht trinken. Es gibt so ein Indien, es gibt so einen Gedanken und manche machen das. Ja. Eine Frage ist da irgendwo. Shalom, warten wir noch eine Minute. Kaffee statt Wein. Oh, gute Frage, das wollte ich auch besprechen. Welche Getränke, ja, das wurde gefragt, ob man Kaffee statt Wein benutzen könnte für Havdalah. Ja, für alle. Oder Bier das, auch. Oder vielleicht Bier. Ja? Ja, gut. Also, wir haben schon Kiddush besprochen letztes Mal und haben gesagt, eigentlich gilt überall, wo Wein gebraucht wird, für ein Kost Shelyain, gilt auch sogenannte Hamar Medina. Hamar Medina bedeutet die Getränke, die statt Bier in diesem Land benutzt werden. Statt Wein benutzt werden. Also normalerweise sind das alkoholische Getränke, auf welche man so Tosten sagt, auf welche man einander anladet und so weiter und so fort. Also Bier in Deutschland und heutzutage wahrscheinlich fast überall ist natürlich Hamar Medina. Man dürfte darauf Kiddush am Shabbos morgen machen. Man dürfte 100% darauf Havdalah machen. Ramo in Hilfos Havdalah bringt ganz interessanter Brauch. Dass manche, er sagt Noagim, damals in seiner Zeit vor 400 Jahren in Warschau, war der Brauch, dass man am Motze Pesach unbedingt auf Bier Havdalah machen sollte, damit man zeigt, dass das Verbot von Hametz ist vorbei und jetzt genießen wir das Bier. Also Bier ist gar kein Thema, auf jeden Fall. Auch Lichatila, wenn man Bier mehr genießt als Wein, sollte man Bier nehmen. Jetzt was mit alle anderen Getränken? In diesem Sinne ist Havdalah ein bisschen leichter als, sagen wir, Kiddush am Shabbos morgen. Kiddush am Shabbos morgen musste das hundertprozentige Hamar Medina sein. Da muss ein wichtiges Getränk sein. Ja? Bei Havdalah, wenn es keine andere Möglichkeit ist, entweder man hat keinen großen Auswahl, beziehungsweise man kann das jetzt nicht mehr trinken. Man hat Intoleranz zum Alkohol, man hat Glutenintoleranz, man hat keinen Wein und so weiter und so fort. Ja? Man dürfte dann Havdalah auch auf Kaffee, Tee oder sogar einen Apfel- bzw. Orangensaft machen. Solange es ein Getränk ist, welches man im Restaurant mit einem anderen Mann trinken würde. Also ich lade dich auf ein Glas Saft. Das ist auch denkbar. Kaffee auf jeden Fall. Man ladet einander für eine Tasse Kaffee. Das ist ein wichtiges Getränk. Das ist ein Maschke Chashuva sozusagen. Das wird zusammen getrunken als etwas Wichtiges. Was dann nicht geht, das sind dann diese leichten Softdrinks, Getränke, die man einfach wie Wasser trinkt. Sprudelwasser, Coca-Cola, Fanta, das gilt nicht, weil diese Getränke haben kein Chashiv, die haben keine halachische Wichtigkeit als wichtige Getränke. Ja? Aber wie gesagt, in Havdalah sind wir ein bisschen nachlässig und wir gehen nach die Meinung, die sogar das die Getränke wie Kaffee und sogar Milch als Hamar Medina betrachtet. Also Milch ist ein bisschen umstritten. Manche sagen, in Holland kann man Havdalah auf Milch machen, in anderen Ländern besser nicht. Aber auf jeden Fall Tee, Kaffee oder also gute Fruchtsafte, wenn man keine andere Möglichkeit hat. Es gilt auch, wie macht man das manchmal bei meinen Kindern? Also die wachen am Sonntag morgen auf im Sommer. Die Havdalah haben die natürlich verpasst und dann können sie zu Hause keinen Traubensaft finden oder kein alkoholfreies Bier. Und dann machen sie Havdalah einfach auf Orangen- bzw. Apfelsaft. Ab welchem Alter sollen die Kinder das selber machen? Das ist eine gute Frage. Das ist allgemeines Konzept von Mitzvot Chinuch. Also 6, 7, 8, je nachdem, wie in Halacha gesagt wird, je nach dem Charifus, je nach der Entwicklung des Kindes. Also wenn ein Kind das schon selbst machen kann und versteht, worum es geht, dann sollte Kind das auch machen. Genauso wie mit allen anderen Mitzvot. Ja, das Havdalah ist hier keine Ausnahme. Irgendwas, was ich noch unbedingt erwähnen wollte, fällt mir jetzt nicht gerade ein. Ja, am Yom Tov, wie gesagt,
Interessant, obwohl, das würde ich noch erwähnen. Wir haben gesagt, dass wenn man keine Havdalah gemacht hat, kann man am Motze Shabbos Havdalah bis Dienstagabend machen, weil die drei Tage am Anfang von der Woche gehören immer noch zu Shabbat. Das gilt nicht bei Yom Tov. Yom Tov kann man Havdalah nur am Morgen danach machen und nicht weiter. Ja? Es gibt auch ganz viele Halachot, was man bis Havdalah machen kann bzw. essen kann. Wir haben jetzt nicht viel Zeit übrig, ich sage mir ganz kurz. Man sollte, bis man Havdalah gemacht hat, keine Melacha machen. Das bedeutet, gar keine Tätigkeiten, die am Shabbat verboten waren, anfangen. Dafür reicht aber Havdalah einfach Bepe, mündlich zu sagen. Amarvid ben Kodesh Lichol, beziehungsweise man hat Marib gebeten und diesen Absatz gesagt. Das reicht, um Melachot, verbotene Tätigkeiten zu erlauben. Jetzt gibt aber noch ein Verbot, dass man nach dem Sonnenuntergang nicht mehr essen bzw. trinken dürfte, es sei denn, man hat Shalosh Seudot, eine Mahlzeit davor angefangen, dann kann man beliebig weit gehen, selbst nach Pesach HaChol, selbst nach Sternenausgang. Ja, aber wenn man jetzt keine Seudot, keine Mahlzeiten hat, dann darf man von Sonnenuntergang, bis man Havdalah gemacht hat, und da geht jetzt um Havdalah auf Kuss, auf Wein, dann sollte man nicht essen, nicht trinken, außer Wasser. Wasser kann man immer trinken. Aber Essen, Trinken, andere Getränke trinken, darf man essen, nachdem man Havdalah gemacht hat. Und da gibt es auch verschiedene Situationen, wie und was, aber das ist eine allgemeine Regel, wie man damit umgeht. Gibt jetzt irgendwelche Fragen? Wir haben jetzt Leche Mishne, Shalosh Seudot und Havdalah besprochen. Gibt es irgendwelche Fragen darüber? Ja? Also diese Woche haben wir Shabbat und dann nach Shabbat haben wir zwei Yom Tov. Wir werden Havdalah ganz besonders machen in der Kiddush von Yom Tov von Shavuos. Wir werden ganz interessante Nusser sagen, Amavdil ben Koidesh le Koidesh. Ganz wichtig, man sollte für Havdalah in diesem Fall keine extra Kerze zünden. Aus mehreren Gründen, aus praktischen wie auch halachischen Gründen. Man sollte einfach die Kerzen, die Frauen für Yom Tov anzünden, auch für Havdalah benutzen, und selbst wenn es kein geflochtener Herz ist, es ist gar kein Thema, gar kein Problem, man sollte einfach zwei Ketten nebeneinander stellen und darauf Borel sagen. Ja. Aber keine extra Kette zu tun, sowieso keine Havdalah-Ketten, man dürfte die danach nicht auslöschen, das ist ein technisches Problem, aber es gibt auch halachisches Problem damit, weil man schon genug Ketten hat, man sollte keine extra Kette, die eigentlich nie gebraucht wird, am Yontov zu tun. Ja. Irgendwas noch? Ich hätte eine Frage, wenn die Frauen dann, also ich bin alleine zu Hause und macht man dann erst Haftalah und zündet dann die Yom Tov Kerzen, oder? Nein. Diesen Motze Shabbos, wenn Shabbos in Yom Tov geht, dann müssen sie einfach Sidur bzw. Mazon nehmen, ja, und da steht alles, wie man richtig macht. Jetzt ihre Frage ist, wann zündet man Kerzen? Man zündet Kerzen für Yom Tov erst nachdem Shabbat zu Ende ist. Ja? Und in ihrem Fall vor dem Kiddush. Ja, eigentlich sollten alle Frauen idealerweise vor dem Kiddush gezündet haben, aber es ist nicht so schlimm, wenn sie das nach Kiddush zünden. Ja, in ihrem Fall haben sie jetzt keine anderen Kerzen für Havdalah. Also sie sollen jetzt erstmal Kerzen anzünden, darauf Bracha sagen, Ladlik Ner Shel Yom Tov, und dann mit dem Achzor bzw. Sidur den ganzen Text Kiddush zusammen mit Havdalah, das ist ein ganz interessanter Fall. Es passiert nicht oft, dieses Jahr haben wir es schon zweimal, das wird jetzt zweites Mal sein. Ja, interessanten Text haben wir da. Ja, okay. Dankeschön. Bitte, wenn es jetzt keine mehr Fragen gibt, dann ich glaube, das war's für heute. Nächsten Montag werden wir Yom Tov verpassen und dann sehen wir uns in zwei Wochen. Alles Gute, tschüss. Super, vielen Dank. Das werden wir gleich praktisch austesten können, das Gelernte. Shabbat Shalom, Hag Sameach. Danke, Laila Tov. Wir sehen uns vielleicht noch in einem oder anderen Kurs bei Le Mans diese Woche. Machen Sie es gut. Gute Nacht.